Seid ihr herzlich willkommen. Die aktuelle Liebesenergie mit Kerzenmagie. Dazu passt diese rote farbene Kerze, weil das symbolisiert die Liebepartnerschaft. Ende dieser Aufnahme übertrage ich die Energie von diesem Kerzen und in diesem Moment fällt dir vielleicht etwas ein, kommt ein Bild oder ein Wort und das hat für dich eine wichtige Bedeutung. Wenn du möchtest, kannst du natürlich in die Kommentare schreiben. Hier in dieser linken Seite sehen wir deine Bilder. Gegenüber liegt seinen Karten, sein Bild. Hier in die Mitte sehen wir diese Anker und das bedeutet dein Wunsch, angekommen zu sein, verankert zu sein. Bei ihm sehen wir das auch, weil in seinen Karten erscheint hier dieser Baum und bedeutet dasselbe, endlich angekommen zu sein, verwurzelt zu sein. Und das kann diese Partnerschaft, diese Liebe sein. Anker hat noch eine andere Bedeutung auch, Beruf und Berufung. Und hier ist der Schlüssel und mit diesem Schlüssel öffnet sich etwas für dich. Sicherheit, Stabilität in die Liebe und Chancen, Möglichkeiten, beruflich etwas verändern. Diese Schlüssel sollst du auch benutzen. Und das symbolisiert dann dein Selbstbewusstsein, dein selbstbewussten Auftreten, in privaten auch, beruflich auch. Und schau mal, etwas ist schon auf dem Weg zu dir. Entweder er nähert sich oder hier sehen wir diesen Brief und das kann für dich eine wichtige Nachricht sein. In beruflichen Ebenen bedeutet eine Einladung, ein Angebot oder ein Vertrag. In dieser Seite, wo deine Karten sind, erscheint diese Dame. Und wenn du eine Frau bist, dann symbolisiert diese Karte dich selbst. Du triffst Entscheidungen, du stehst im Mittelpunkt. Das ist deine Bühne, das ist deine Selbstdarstellung. Wenn du ein Mann bist, dann ist diese Dame dein Herzensdame. Und jetzt schauen wir an, was liegt gegenüber bei deinem Partner oder Partnerin. Hier habe ich erwähnt, dieser Baum, er sucht auch die Sicherheit und Stabilität in allen Ebenen. Er möchte angekommen zu sein. Wo er das Gefühl hat, ja, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich verwurzelt. Und das bedeutet in die liebe Partnerschaft die Stabilität. Dieser Baum bedeutet gleichzeitig auch Heilung oder Gesundheitsthemen. Vielleicht arbeitet in diesem Bereich und dieser Buch bedeutet dann sein Wissen oder Schulungen. Aber dieser Buch kann auch Verschlossenheit auch bedeuten, hat sich aber etwas verändert, weil hier sehen wir, dieser Buch öffnet sich. Und das zeigt seine Haltung, immer mehr Offenheit zeigt. Hier die Sonne bedeutet das auch. Offen über etwas sprechen, weil Sonne beleuchtet etwas, macht etwas sichtbar. Und das heißt auch, er möchte dich sehen.
Und dieser Ring zeigt die Verbindung zwischen euch beiden. Aber bedeutet auch etwas Wiederkehrendes. In beruflichen Ebenen oder bei Schulungen kann dieser Ring die Verträge bedeuten. Und dieser Blumenstrauß kann deine Schönheit symbolisieren, deine Weiblichkeit oder ein Geschenk, eine Einladung, eine angenehme Überraschung. Was verbindet euch? Hier sehen wir nochmal diesen Baum. Sicherheit, Stabilität, Halt im Leben. Und das hat einen Einfluss auf euren Beziehung. Gleichzeitig bedeutet diese Karte Heilung, wie zum Beispiel Herzheilung. Und dabei kann auch diese Kerzenmagie auch helfen. Und ich übertrage jetzt die Energie von dieser roten Kerze und das wirkt auf die liebe Partnerschaft. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.